was in diesem Video passiert. Ziemlich viel runtergekommen, also da muss man höllisch aufpassen. Und hier unten ging es dann eben über diesen Verbindungsschlauch runter in die Mahlmaschine. Alles Maschinen, die das Getreide gemahlen haben. Hier sieht man noch mal ganz genau die ganzen Walzen und Pressen. Gott sei Dank gibt es noch solche Locations. Leicht verschlafen, hinter Efeupflanzen versteckt, tristet am Ortsrand eines kleinen Dorfes eine alte, verlassene Mühle ihr Dasein. Vom nahegelegenen Bach wurden hier einst Zahnräder der Mühle in Gang gesetzt. Seit circa 20 Jahren ist dies ein verlassener Ort. Komm wieder mit mir auf eine kleine Reise in die Vergangenheit. Ja, willkommen zu einer weiteren Lost Place Tour. Wir befinden uns heute in einer Mühle und müssen heute extrem aufpassen, weil ringsum sind Häuser. Deshalb flüstere ich hier auch. Ich befinde mich jetzt hier im Eingangsbereich dieser Mühle und da gibt es schon einiges zu sehen. Ja, und hier haben wir die ganze Mechanik dieser Mühle, oder zumindest ein großer Teil davon. Ja, und auch hier oben ist wieder absolute Gefahrenzone. Also wieder Einsturzgefahr vom Feinsten. Da muss ich nachher besonders Vorsicht walten lassen. Wie ihr seht, ist die Location äußerst dunkel. Ich hoffe, man kann halbwegs was erkennen auf der Kamera. Ja, hier sind wir gerade im Erdgeschoss und hier hat es auch schon jede Menge Gerätschaften. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier gibt es offensichtlich einiges zu entdecken. Neben mechanischen Bauteilen stieß ich in einem Nebenraum auf eine kleine Küche, in der nur noch ein uriger Ofen seine letzte Ruhe gefunden hatte. Gespannt ging es los in die zweite Etage des Hauses. Ja, so wie es ausschaut, ist es teilweise Wohnung und Mühle in einem. Ja, und hier geht es offensichtlich zum Mühlenbereich. Ich sehe schon, hier stehen einige geile Dinge rum und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ja, das waren wahrscheinlich alles Maschinen, die das Getreide gemahlen haben. Hier sieht man noch mal ganz genau die ganzen Walzen und Pressen und hier wahrscheinlich die Einstellmöglichkeiten, wie stark das ganze Getreide gemahlen werden konnte. Also vermute ich jetzt einfach mal. Sehr, sehr spannend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mich gut versteht, denn hier draußen ist es schweinelaut
denn logischerweise war das natürlich eine Mühle, die mit Wasserkraft gespeist wurde und dementsprechend ist es halt auch gerade laut. Hey, ihr seht's, da unten, da wurde das Ganze dann in Gang gebracht, aber es ist unglaublich laut. Ich weiß nicht, ob man mich wirklich gut versteht, also entschuldigt schon mal diesen schlechten Sound. Ist auch hier wieder ziemlich viel runtergekommen, also da muss man höllisch aufpassen. Hier unten war mal vorher und wie ihr seht, ist hier auch noch mal ein Raum. Also Vorsicht ist nach wie vor angebracht. Ja, hier hängt teilweise noch das Getreide dran. Sehr, sehr stark. Wahnsinn. Ja, das sieht alles sehr, sehr spannend aus. Aber hier hinten haben wir auch noch Räumlichkeiten und es sieht mir ein bisschen aus wie Wohnraum. Und da gucken wir jetzt mal rein. Ja, mal ein Ofen. Ja, das sieht mir auf jeden Fall aus wie die Wohnung des Müllers. Und da hinten, erinnert ihr euch? Da hinten kann man es vielleicht noch sehen. Da hinten sind die Mahlwerke und Mahlmaschinen und das hier ist das Bad. Aber hier hinten, da möchte ich jetzt nicht rumstiefeln, denn da ist es doch sehr, sehr einsturzgefährdet. Das lassen wir jetzt an der Stelle. Ja, hier haben wir ein so Silo-Teil und hier sehen wir auch diese Mahlschnecke, wo dann das ganze Getreide abwärts gegangen sein muss. Auch hier nochmal, als auch nochmal ein etwas größeres Exemplar. Gucken wir auch hier mal rein. Ja, auch hier hat es wieder so eine Mahlschnecke, vermute ich jetzt mal. Und hier unten ging es dann eben über diesen Verbindungsschlauch runter in die Mahlmaschine, wo man wahrscheinlich die Körnung hat einstellen können. Und hier haust Saskia. Ja, und hier befinden wir uns wieder, wow, was eine Akustik, in dem Wohnbereich. Also es ist immer so ein bisschen übergangsmäßig. Hier hinten ist so der Mühlenbereich und hier ist eben der Wohnbereich. Und ja, wie ihr seht, sind es Tapeten aus den 70ern. Und das hier war wohl das Zimmer von der guten Saskia. Oh, auch schicke Tapeten. Das war dann wohl das Kinderzimmer. Aber wie ihr seht, steht hier nichts mehr drin. Ja, schon sehr interessant, wie das Ganze räumlich getrennt war. Also ich weiß nicht, ob das im Nachgang reingezogen wurde. Ich vermute es sehr stark. Hier hat man so eine Art Wellblech als Verstärkung eingebaut. Jetzt nur die Frage, ob das damals schon so war oder ob man das jetzt einfach aus Sicherheitsgründen hier im Nachgang installiert hat, aufgrund der Statik. Könnte ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Ja, das war jetzt auf jeden Fall schon mal der Privatbereich und hier sind wir eben wieder im Mühlenkomplex. Ja, ihr seht schon wieder, ich bin wieder komplett aus dem Häuschen, aber das ist auch immer wieder spannend, wenn eben noch was zu entdecken gibt und vor allen Dingen, wenn noch nicht alles zerstört wurde.
Gott sei Dank gibt es noch solche Locations. Also das geht tatsächlich bis unter das Dach. Ja, und überall auf dem Boden eine Mischung aus Taubenscheiße und Getreide. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber es sieht schon heftig aus. Ja, nach dieser langen Zwangspause in Sachen Lost Place gab es jetzt endlich mal wieder ein kleines Lost Place Abenteuer und ich muss sagen, es hat mir außerordentlich gut gefallen. Hier gab es noch einiges zu entdecken und wenn ihr das genauso seht, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.